Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um die Freischaltung von Naxxramas und dafür müsst ihr am Anfang, wenn ihr damals den Ruf von der Agentendämmerung nicht gemacht habt, einmal nach Sholo, um euch die Anstecknadel zu holen. Ich habe das jetzt mit meinem Jäger gemacht, weil mein Druide hat den Ruf und ich habe sogar noch die Originalnadel auf der Bank, bräuchte mir die nicht mal holen. Aber ich zeige euch jetzt mal, wo ihr die Nadel findet. Und zwar, wenn ihr hier unten auf dem Weg zur Blutrippe seid, im alten Cholo, habt ihr hier links auf dem Haufen, hier oben, liegt ein kleiner Gegenstand. Ich habe euch das Bild jetzt mal eingefügt, weil ich habe es schon aufgehoben. Das ist die kaputte Nadel und zwar, da habt ihr dann gesprungene Anstecknadel der Agentumdämmerung. Und um diese zu reparieren, braucht ihr viermal Echtsilber und eine rechtschaffene Kugel. Na, die rechtschaffenden Kugeln bekommt ihr in Stratholm. Durchs Haupttor die Ebene. Könnt ihr aber auch alles im AH kaufen. Dann müssen wir die einmal reparieren, damit wir die Anstecknadel der Agentumdämmerung bekommen. Solltet ihr den Ruf haben, geht ihr einfach zu den Rüstmeistern der Fraktion Agentumdämmerung und quatscht die an und die geben euch einfach eine neue Nadel. Mit dieser Nadel müssen wir jetzt einmal bis zum Endboss. Bevor ihr aber diesen tötet, solltet ihr sicher gehen, dass ihr die Anstecknadel angezogen habt, weil ansonsten lässt er nicht die Quest Geißelstein des Dunkelmeisters fallen. Ihr seht, ich habe jetzt hier gerade den letzten Raum geklärt und jetzt haben wir hier Geißelstein des Dunkelmeisters. Das ist halt die Quest, womit ihr dann die Geißelsteine freischaltet und auch die ersten Ehrenmarken bekommt. Diese Quest müsst ihr jetzt an der Kapelle abgeben. So, in der Kapelle gebt ihr dann die Quest bei Fürst Nikolaus Verenov. Seid gegrüßt. Ab und schaltet die Steine frei. Hier bekommt ihr auch direkt, wie ihr sehen könnt, schon mal eine Ehrenmarke. Siehe den Ehrenfreund. Und ihr könnt hier jetzt auch die Geißelsteine abgeben. Wenn ihr das erledigt habt, begebt ihr euch zu dem Dungeon Stratholm und zwar zum Haupteingang. Es wird ja immer von lebende und untote Seite berichtet. Der Haupteingang vorne ist die lebende Seite, die untote ist durch den Boteneingang. Die sind neuerdings aber auch wieder verbunden miteinander. Achtet darauf, dass ihr den untoten Bereich auf keinen Fall betretet, bevor ihr das Event ausgelöst habt. Denn wir müssen, um Naxxramas freizuschalten, den alten Spießrutenlauf spielen und dafür müsst ihr euch erstmal ein paar Sachen besorgen. Einmal braucht ihr Schutz von Naxxramas. Das wird von diesen schwarzen Geistern, die ab und zu aufplöppen und immer hier Achtung, ne, Alarm schlagen. Sammelt am besten mehrere davon, weil je nachdem, mit welcher Klasse ihr den Time Run später macht, kann es den ein oder anderen Versuch dauern. Deswegen farmt euch ein paar mehr davon. Genau dasselbe mit den Weihwasser von Stratholm. Denkt dran, die Kisten, die am Leuchten sind, da ist das Weihwasser drin. Macht euch da erstmal einen Vorrat, macht auch den Weg frei von der Kathedrale bis zu dem Eingang von, wo man zur untoten Seite läuft. Ich habe da erstmal alles getötet. Außerdem bekommt ihr ja bei jedem Boss, den ihr unterwegs tötet, ja auch gleich Geißelstein. Wenn ihr das alles erledigt habt, geht ihr wieder zur Kathedrale zurück und geht anstatt rein nach links, da ist ja auch so ein Gatter, und dort benutzt ihr Schutz von Naxxramas. Dadurch sollte jetzt ein Schreckenschutz von Naxxramas zu sehen sein. Und jetzt ist es wichtig, ihr müsst das Weihwasser dort hineinwerfen. Aber Achtung, in dem Moment, wo ihr das macht, startet der Spießrutenlauf. Ihr bekommt den Buff Fingerfertigkeit, der hält 5 Minuten. Ich habe mich immer so weit wie möglich davon weggestellt und bin instant beim Werfen quasi schon losgelaufen. Denn 5 Minuten sind sehr knapp bemessen. Also ihr lauft jetzt so schnell wie möglich zurück in den untoten Bereich. Ihr macht die 3 Ziggurats, das heißt der Boss. Ganz wichtig, innen drin die 5 NPCs, die da stehen. Die müsst ihr töten und dann müsst ihr zum Endboss-Bereich das Event spielen mit den Monstrositäten, Dranstein. Müsst den Endboss töten. Und wenn ihr das getan habt, müsst ihr ganz schnell wieder rausgehen. Jetzt ist rechts in der Ecke das Gatter oben. Da geht ihr rein, am Ende steht die Hand von Naxxramas, ist ein schwarzer Geist. Und wenn ihr da rankommt, kriegt ihr einen Action-Button und müsst mit eurer Anstecknadel den Geist läutern. That's it. Hier im Video seht ihr ja, ich bin mit meinem Jäger gelaufen, ich habe das schneller laufen außerhalb des Kampfes geskillt. Das sind, glaube ich, 30% mehr. Es war trotzdem sehr, sehr knapp. Ich bin an dem meisten Trash vorbeigelaufen. Aber ich werde euch hier jetzt mal meinen Laufweg einfach mal so zeigen. Und wir hören uns danach wieder.
Wie ihr seht, das war wirklich sehr, sehr knapp. Jetzt könnt ihr erstmal in Ruhe euren Loot einpacken. Ich habe erstmal auch den Rest noch geklärt, um halt alle Geißelsteine mitzunehmen. Und ja, wenn ihr das habt, dann geht wieder zurück zur Kapelle. Wenn alles geklappt hat, könnt ihr dann zur Kapelle zurück, zur Erzmagierin Angela dos Santos. Falls sie nicht da sein sollte, steht sie bei Tyrs Hand im Eingang und bietet uns halt eine neue Quest an. Für diese Quest braucht ihr aber auch schon den Ruf und ein paar Gegenstände. Sie sagt euch aber auch, wie viel ihr braucht. Wenn ihr halt respektvoll seid, dann umso höher ihr seid, umso weniger braucht ihr. Seid ihr ehrfürchtig, braucht ihr gar keine Materialien. So, und wenn ihr das abgegeben habt, habt ihr den Zugang zu Nax frei. Der Zugang zu Nax Ramas befindet sich in der Nähe von Stratholm. Und zwar bei den Koordinaten 35, 22. Da steht dann so ein Kristall, auch mit so einem Portal, ähnlichen Flimmern drumherum. Und den habt ihr natürlich auch für alle Chars freigespielt, ne? Ist wie mit Chollo. Das war das Freispielen für Nax. Ich glaube, der Spießrutenlauf ist das härteste an dem Ganzen. Ich wünsche euch nun viel Erfolg beim Freischalten. Und viel Spaß beim Farmen. Ich danke euch und bis bald. Tschüss.